SARS-2-Covid-19-Virus. Covid-19 ist eine virusbedingte Erkrankung der oberen und unteren Atemwege, welche sich rasant ausbreitete und sich mittlerweile durch die fehlende örtliche Begrenzung der Erkrankung zur weltweiten Pandemie entwickelt hat. Die schnelle Ausbreitung wurde begünstigt durch ihre relativ lange Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen und die Tatsache, dass in dieser Zeit bereits ein symptomfreier Träger das Virus weitergeben kann. Die Krankheit lässt sich anhand der Symptome zunächst kaum bis schwer von einer normalen Grippe unterscheiden. Diese sind Fieber, Husten und Atembeschwerden. Außerdem können Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen sowie Halsschmerzen und eine verstopfte Nase auftreten. Für Risikogruppen wie zum Beispiel ältere Personen ab 50 bis 60 Jahren, Raucher und chronisch Kranke kann sich der hierzulande sonst eher milde Krankheitsverlauf deutlich komplizierter äußern. In bestimmten Einzelfällen kommt es hierbei zu schwerwiegenden Erkrankungen wie zum Beispiel schwerer Lungenentzündung und Multiorganversagen, die zum Tode führen können. Der primäre Infektionsweg liegt in der Tröpfcheninfektion, Niesen, Husten, Sprechen oder auch durch Händekontakt mit Sekreten aus dem Atemtrakt. Hierbei erfolgt die Aufnahme des Virus in den Körper primär über die Schleimhäute der Atemwege und vermutlich auch der Augen. Eine Ansteckung über Kontaktflächen, auf welcher der Virus mehrere Tage ohne Wirt überleben kann, oder die fäkal-orale Übertragung ist bis heute nicht auszuschließen. Daher halten wir folgende Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich ein. Erstens: 1 bis 2 Meter Abstand zu hustenden oder niesenden Fremdpersonen. Zweitens: Verzicht auf Händeschütteln. Drittens: Vermeidung, mit den Fingern ins eigene Gesicht zu greifen, Mund, Nase, Augen. Viertens: Husten und Niesen in die Ellenbeuge, Einwegtaschentücher benutzen. Fünftens: Häufig wiederkehrendes Händewaschen mit Wasser und ausreichend Seife. Bei Personen, welche grippeähnliche Symptome wie zum Beispiel Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot aufweisen und die letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hatten, gilt für uns eine erweiterte persönliche Schutzausrüstung. Primär ist die Leitstelle dazu angehalten, diesen Verdacht bereits bei Alarmierung zu äußern, sodass entsprechende PSA vor dem Patientenerstkontakt angelegt werden kann. Sollte dies jedoch erst nach dem Erstkontakt bekannt werden, so ist dann die entsprechende PSA vor entsprechender Weiterbehandlung anzulegen und nach Patientenübergabe eine entsprechende Meldung an die Führungskraft abzugeben. Der Patient mit Corona-Verdacht erhält von uns frühestmöglich, sofern er es toleriert, einen mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz zur Verringerung der Umgebungskontamination und Keimverschleppung. Vor Transportbeginn des SARS-CoV-2-Patienten muss das aufnehmende Krankenhaus zudem über die integrierte Leitstelle informiert werden. Die erweiterte persönliche Schutzausrüstung besteht für das Personal aus Einmalhandschuhe, Schutzkittel, zugelassene rundum geschlossene Schutzbrille, mindestens FFP2-Maske, bei Tätigkeiten mit Aerosolbildung, Intubation, Absaugen etc. FFP3. Bei längeren Haaren kann eine OP-Haube sinnvoll sein. Hygienische Händedesinfektion. Beachte: Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen keine Schmuckstücke, Ringe, Armbanduhren, Ohrringe, Piercings, Armbänder etc. getragen werden. Wir nehmen ca. 3 bis 5 ml Händedesinfektionsmittel, das entspricht ungefähr dem Volumen einer hohlen Hand, und achten während der Desinfektion darauf, dass besonders die Fingerspitzen, Nagelfalze, Daumen und Fingerzwischenräume ausreichend mit Desinfektionsmittel benetzt sind und eingerieben werden. Richtiges Durchführen der Händedesinfektion. Erstens: Handfläche auf Handfläche, zusätzlich die Handgelenke. Rechte Handfläche über linkem Handrücken und umgekehrt. Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern. Außenseite der verschränkten Finger auf gegenüberliegende Handflächen. Kreisendes Einreiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt. Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.
Wir spülen das Händedesinfektionsmittel nicht mit Wasser ab, sondern lassen es komplett einziehen. Wiederholung der Schritte bis zum Erreichen der vom Hersteller angegebenen Einwirkzeit. Anziehen der erweiterten persönlichen Schutzausrüstung. Erstens, wir ziehen das erste Paar Handschuhe an. Wir verkleben die Handschuhe an der Haut mit breitem Klebeband. Drittens, Einmalkittel anziehen und am Rücken gut verschließen. Viertens, zweites Paar Handschuhe anziehen und mit dem Kittel verkleben. Hierbei wird eine Lasche zum Abziehen geformt. Fünftens, drittes Paar Handschuhe, Kontakthandschuhe, anziehen. Dieses Paar wird nach dem Kontakt mit dem Patienten direkt verworfen. Sechstens, FFP2 oder 3 Maske aufziehen und den Nasensteck anpassen. Siebtens, Schutzbrille aufsetzen. Diese muss zugelassen und an den Seiten geschlossen sein. Die Kontakthandschuhe werden in folgenden Fällen direkt gewechselt oder desinfiziert. Vor dem Aufziehen und Verabreichen von Injektionen, Infusionen und Medikamenten, vor invasiven Maßnahmen wie Venenpunktion, Absaugen, Intubation, nach dem Kontakt mit Ausscheidungen oder Erbrochenem, nach der Erstversorgung, vor dem Einladen des Patienten in das Rettungsmittel, nach der Übergabe des Patienten und der Nachbereitung des Rettungsmittels. Nachbereitung des Rettungsmittels. Die Nachbereitung erfolgt nach Vorgaben des Hygieneplans. Bitte achtet auf Aktualisierungen. Scheuer, Wischdesinfektion mittels Desinfektionsmittel mit Wirkspektrum begrenzt Viruzid. Sämtliche potenziell kontaminierte Flächen und Gegenstände müssen desinfiziert werden, unter anderem patientennahe und Kontaktflächen sowie am Patienten angewandtes oder berührtes Mehrwegmaterial. Dabei ist die Einwirkzeit zu beachten. Kontaminiertes Einwegmaterial muss über verschlossene Müllsäcke entsorgt werden. Lagen im Patientenraum, ungeschützte Dienstjacken oder ähnliches, sind diese ebenso in den Wäscheabwurf zu verbringen.
Ausziehen der erweiterten persönlichen Schutzausrüstung. Um Kontaminationsverschleppungen einzudämmen, erfolgt das Ausziehen der erweiterten PSA nach den Desinfektionsmaßnahmen außerhalb der Rettungsmittel. Kontakthandschuhe ausziehen. Hierbei befolgen wir folgende Schritte: Fassen des Handschuhes in der hohlen Hand, Abstreifen des Handschuhes nach oben, den zweiten Handschuh von innen greifen, nach dem Ausziehen erfolgt eine Handdesinfektion. Ausziehen des Schutzkittels. Erstens Kontakthandschuhe ablegen. Zweitens einmal Kittel am Rücken aufschneiden lassen und nach vorne abstreifen. Drittens Herausziehen der Arme inklusive dem zweiten Paar Handschuhe. Viertens Falten des Schutzkittels der Länge nach, kontaminierte Seite nach innen. Fünftens Zusammenrollen, nur Innenseite berühren. Sechstens Abwerfen. Wichtig: Den Kittel nach vorne wegziehen, kein Kontakt der Haut mit der Kittelaußenseite. Hierbei muss das Aufwirbeln der Luft vermieden werden. Der Kittel wird direkt in einen dafür vorgesehenen Müllsack entsorgt und verschlossen. Ausziehen der restlichen PSA. Erstens, wir desinfizieren das unterste Handschuhpaar. Zweitens, wir entfernen die Schutzbrille nach hinten über den Kopf. Drittens, wir desinfizieren erneut die Handschuhe. Viertens, wir ziehen die Maske nach vorne ab, indem wir sie mittig greifen. Wir ziehen die Maske nach oben ab und verwerfen diese. Fünftens, wir desinfizieren das letzte Paar Handschuhe und werfen es ab. Sechstens, anschließend desinfizieren wir die Hände und Unterarme. Achtung! Bei dem Ausziehen verwendete Desinfektionsmittelflaschen gelten als kontaminiert. Deswegen muss zum Schluss eine nicht kontaminierte Desinfektionsmittelflasche verwandt werden. Abfallentsorgung. Wichtig! Wäsche und Abfall sind nicht wie gewohnt zu entsorgen, diese können infektiös sein. Der hierbei entstehende Abfall ist separat in den Krankenhäusern zu entsorgen, in den speziell dafür vorgesehenen Behältnissen in verschlossenen Säcken. Wäscheabwurf. Das Entkleiden der normalen PSA erfolgt an definierten Punkten am Standort und nicht in der normalen Umkleide. Hierbei werden rote, gelbe und grüne Bereiche im Voraus definiert und gekennzeichnet. Außerdem werden entsprechende Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Nach dem Ablegen der Dienstkleidung wird diese ebenso wie die verwendeten Laken in einem verschließbaren, flüssigkeitsfesten Wäschesack per Wäscheabwurf gesammelt. Der Wäschesack wird anschließend geschlossen der Aufbereitung zugeführt. Wichtig!
Dienstkleidung darf auf keinen Fall zu Hause oder an anderen Standorten gewaschen werden. Die Reinigung muss nach RKI-Verfahren in einer geprüften Wäscherei erfolgen. Ebenso sind nun die Sicherheitsstiefel zu desinfizieren. Hierbei werden erneut Handschuhe getragen und nach dem Abwurf dieser sind erneut die Hände und Unterarme zu desinfizieren oder, wenn die Möglichkeit besteht, gründlich zu waschen. Solltet ihr mit anderen Infektionskrankheiten konfrontiert werden, so schaut bitte in den entsprechenden Hygieneplan und handelt nach ihm. Bei weiteren Fragen steht euch eure Führungskraft oder der zuständige Desinfektor zur Verfügung. Zentral steht unter corona@asb-hessen.de eine Informationsadresse zur Verfügung.